Herr Gassert, Lohnkostenoptimierung, mehr Netto vom Brutto ist ja derzeit ein absolut aktuelles Thema. Und genauso die pauschaldotierte Unterstützungskasse freut sich ja wieder einer ungeheuerlichen Resonanz und einer ungeheuerlichen Renaissance. Warum ist es gerade die Kombination zwischen Lohnkostenoptimierung einerseits und der pauschaldotierten Unterstützungskasse, die Verbindung für Unternehmen, so interessant? Ja. Es ist so, die Idee der Lohnkostenoptimierung ist vom Grundsatz her, den Mitarbeiter ja durch Umstrukturierung von Lohnbestandteilen ein höheres Nettoeinkommen sicherzustellen. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, also auch bei den Experten, ist ganz klar bei über 100 Lohnbestandteilen. Und wenn man das Ganze kombiniert, ist es eben so, dass sie praktisch ohne, dass der Arbeitgeber Geld in die Hand nimmt und ohne, dass der Arbeitnehmer Geld in die Hand nimmt, dem Mitarbeiter eine sehr, sehr interessante Rente zusagen können, anstatt einer Lohnerhöhung. Dadurch ist es eben so, dass das Geld über die pauschaldotierte Unterstützungskasse auch im Unternehmen bleibt. Der Arbeitgeber kann mit dem Geld arbeiten, kann also 50% frei verwenden, kann davon seine Kredite, Kontokorrentlinien ablösen, kann damit Investitionen tätigen. Der Mitarbeiter bekommt im Gegenzug eine Rente, die 3, 4, 5 Mal höher ist wie jede Rente über andere Betriebsrenten, und dadurch haben sie eine sehr, sehr gute Mitarbeiterbindung. Der weitere Vorteil ist, dass der Arbeitgeber eine starke Bindung hat, weil in den ersten 5 Jahren das Geld dem Unternehmen gehört, sprich verlässt der Arbeitnehmer das Unternehmen, so verbleibt der volle Anteil beim Unternehmer, und dadurch hat das Unternehmen weitere liquide Mittel.